Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr wisst, ich bin ein Apple-Freak, beziehungsweise ich habe so einiges von Apple, sei es jetzt das iPhone allen voran, MacBook, dann noch die Apple Watch, iPad natürlich und ja, die AirTags, aber was ich auf jeden Fall sehr, sehr lange schon verwende, ja, das sind die AirPods und ja, das ist noch die erste Generation, ich bin da noch ein bisschen hinten nach. Ja, und jetzt habe ich halt gemerkt, irgendwie, ja, ich wollte mal was Neueres. Ich glaube, die sind jetzt schon gute knapp 4 Jahre alt. Also die darf man schon ruhig mal in Rente schicken. Ich habe dazu sogar noch so ein Ladecase. Seht ihr das? Ein Ladecase, wo extra nochmal Akku eingebaut ist, wo man sogar noch sein iPhone hinten anstöpseln könnte. Oder halt überhaupt dann ja, diese Hülle dann nochmal aufladen, weil hier ja die zum Reinstecken ist, sondern wäre hier nochmal ein Akku drinnen. Ja, so wäre das. Aber ich habe jetzt neue geholt und zwar die AirPods 3, also die dritte Generation, die was ein bisschen so wie die Pros ausschauen, nur ohne diesen Plastikstöpsel drauf, weil irgendwie mit denen komme ich nicht so klar und jetzt werde ich mal die probieren. Ja, die werde ich jetzt mit euch zusammen unboxen und natürlich auch gleich testen. So, hier haben wir jetzt die Hülle, ja eigentlich nicht schlicht und einfach wie eh und je. Hier sieht man draußen schon die AirPods, das ist so leicht erhaben, also da, wenn man da drüber fährt, da spürt man so richtig die Konturen von dem Ganzen. Wenn wir kurz nochmal im Vergleich sind, hier haben wir die AirPods erste Generation. Die dritte Generation, ja, Hülle ist identisch, also gleich dick und ja, sonst eigentlich nichts Aufregendes. Vom Design her hat sich's verändert, das seht ihr schon, also die zweite Generation habe ich ja auch, beziehungsweise ich nutze ja nur die erste Generation und eigentlich sind die erste und die zweite Generation gleich. Die sind eher angelehnt an die Pro, ja, und jetzt werden wir uns die mal anschauen. Schauen wir uns mal noch kurz die Verpackung an. Ja, hier steht sogar oben AirPods mit MagSafe Charging Case, Apple-Logo, diverseste andere Sachen, nochmal Apple-Logo und auf der Rückseite sehen wir schon, wie die Hülle ausschaut. Ja, die Hülle schaut auch gleich mal anders aus, aber das schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe genau an. Wir werden das Ganze jetzt einmal aufmachen. Hier sind so Öffnungspapieren. Früher war ja das alles in Plastik gehalten, jetzt ist das schon ein bisschen fortgeschrittener mit so Papierlis. Machen wir das auf und... Hier haben wir schon ja, das übliche Betriebsanleitung, Klopapier und irgendwo sollten ja vielleicht sogar noch diese Apple-Sticker sein. Schauen wir mal. Sind hier gar keine drinnen? Stark. Das erste Mal in irgendeinem Ding, wo keine Apple-Sticker drin sind. Das beunruhigt mich jetzt ein bisschen. Hier haben wir schon die AirPods dritte Generation. Die sind noch ein bisschen verpackt. Die legen wir noch kurz zur Seite. Schauen wir mal, was hier noch drinnen ist. Ja, hier ist sogar noch ein Ladekabel, aber ja, hier haben wir USB-C auf Lightning und wenn wir hier jetzt hergehen, also die erste Generation, ja, das ist sowieso komplett abstrakt. Ich habe hier sogar noch das Kabel noch immer drinnen und das ist für mich eigentlich ein Zeichen, wie oft nutzt man wirklich ein Kabel oder für was wird das überhaupt verwendet. Das heißt, hier haben wir noch den alten USB-Anschluss und Lightning. Ja, glaube ich, der Weg von Apple mit weniger Kabeln, weniger Ladegeräte geht auf jeden Fall auf. Und ich glaube, hier wird es genauso sein, weil genau dieses Kabel habe ich schon und darum wird es auch so bleiben. Beziehungsweise, es geht ja auch mit MagSafe, beziehungsweise auch Wireless Charging. Ja, packen wir sie mal aus, holen wir sie raus aus diesem Plastikverhüteli. Und hier haben wir schon die Hülle, eigentlich nichts Aufregendes, außer wie es bei der zweiten Generation ist, hier haben wir einen Punkt. Das haben wir bei der ersten Generation nicht. Das signalisiert mir halt dann einfach, okay, den Ladezustand, beziehungsweise ob es geladen wird oder voll ist oder nicht. Hier hinten haben wir noch immer Lightning-Anschluss. Da wäre halt dann schon ja, USB-C richtig leibend gewesen. Und sonst ist ja nichts. Hier ist der Pair-Button, also zum Konfigurieren, aber das geht dann automatisch. Machen wir sie mal auf. Und wir sehen schon, hier wird gesucht. Holen wir mal einen so einen AirPod raus und vergleichen mal mit einem anderen AirPod. Und wie ihr seht, ja, da ist schon wirklich Welten dazwischen. Der Stiel selber an sich ist kürzer geworden, so circa um ein Drittel. Aber der Kopfhörer selber hat sich vergrößert, ich würde sagen auch nochmal um ein Drittel. Aber ja, er soll halt besser in die Ohren sitzen und das werden wir jetzt natürlich jetzt auch dann ausprobieren, wie ich das so empfinde. Natürlich ist das Ganze hier wieder magnetisch, Klappe zu und es wird geladen, aber wir werden das Ganze jetzt verbinden mit meinem iPhone. Ich müsste eigentlich jetzt nur hier aufmachen und er würde automatisch dann schon AirPods finden. Ja, so ist es. Verbinden mit dem AirPods. Sie werden verbunden und... Wiedergabe anhalten, drücken einmal auf die beiden AirPods, Vor- und Rückseite, ja, das sind so integrierte Sachen. Ich würde sagen, das überspringen wir ganz einfach. Ich werde es jetzt mal reingeben und einmal hören, wie sich das so anhört.
Ja, ich muss sagen, vom Klang einfach viel mehr Druck dahinter. Also entweder, ich habe immer schon geglaubt, ich wäre schon alt und höre schlecht. Nein, es liegt nicht am Altwerden und am schlecht Hören, sondern einfach die AirPods haben halt einfach nicht mehr so gerockt, die erste Generation. Und ja, es muss sich natürlich ein bisschen was weiterentwickeln. Also hier haben wir die erste Generation, hier haben wir die dritte Generation. Und ich muss sagen, ja, es hört sich auf jeden Fall viel besser an. Und was auf jeden Fall super ist, es gibt sicher schon Haushalte, die haben zwei solche Hüllen zu Hause. Das heißt, wenn ich jetzt diese Hülle habe und jemand hat noch die alte Hülle, kann man das natürlich schön unterscheiden und es kommt kein Durcheinander raus. Beziehungsweise man würde es ja eh dann an diese AirPods herausfinden. Jetzt ist noch die Frage, was kosten diese AirPods? Ja, unverbindliche Preisempfehlung bei Apple selber. 199 Euro, ja, ist ein bisschen sehr, sehr hoch. Gibt es aber auch günstiger. Ich schaue da speziell immer in Geizhals nach und da habe ich sie gefunden, so um die 160 Euro. Die werde ich auf jeden Fall noch ordentlich testen und schauen, was dabei rauskommt. Und vielleicht sehen wir uns da sogar nochmal wieder bei dem Video, wie das dann das Ergebnis war. Auf jeden Fall, die werden in Rente geschickt und die sind jetzt die neuen. Und ja, erster Eindruck einmal sehr, sehr gut. Eigentlich wieder wie immer Apple-like, einfach zu verbinden, einfache Konfiguration. Und das macht es eigentlich Spaß, wenn man in diesem Apple-Ökosystem ist. Ja, jetzt ist meine Frage an euch. Was habt ihr so für Kopfhörer oder so kleine Ohrstöpsel bei euch am Start? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Bei mir sind jetzt die AirPods dritte Generation. Mit der ersten war ich schon sehr zufrieden, jetzt bin ich gespannt auf die dritte. Was bei der ersten auf jeden Fall bei mir so das Problem war, zwischen iPhone und Mac hin und her switchen, da hat es sich immer ein bisschen, ja, ich sage mal, verspürt das Ganze. Da habe ich immer irgendwie herumdoktern müssen, dass es dann funktioniert. Das soll hier angeblich jetzt einfacher sein, da bin ich gespannt. Und ja, wie das so sein wird, sehen wir uns vielleicht nochmal in einem Video. Aber das soll es jetzt endgültig gewesen sein mit diesem Video. Ich sage auf jeden Fall wieder danke fürs freundliche Zusehen und darum bis zum nächsten Mal YouTube. Ciao, Baba.